Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Nordhofer Kramerscheune. Der Museumsverein des Schallplattenmuseums hatte am Sonnabend zu einem bunten Abend der Teldec-Geschichte eingeladen und das ließen sich zahlreiche Interessenten nicht zweimal sagen. Auch von außerhalb kamen Gäste, so zum Beispiel Bottesholms Bürgermeister Ronald Büssow und seine Frau. Zunächst schlug Museumsleiter Lutz Bertram das Geschichtsbuch auf und präsentierte mit der Überschrift Teldec-Schallplatten in aller Welt die Bedeutung des Werks als einmalige Nordhofer Industriegeschichte der Nachkriegszeit. Aus einer ehemaligen Lederfabrik wurde damals ein modernes Presswerk für hochwertige Schallplatten, die dann von Nordhof aus rund um den Erdball verschickt wurden. 1948 begann die Produktion mit gut 20.000 Schallplatten auf einer umgebauten Lederpresse. Bereits ein Jahr später wurde die Presserei ausgebaut und im gleichen Jahr verließen denn schon knapp 400.000 Schallplatten das Nordhofer Werk. Das erste runde Stückzahlenjubiläum feierte man 1950. In diesem Jahr wurde die 1.000.000. Schallplatte in Nordhof gepresst und ausgeliefert. Und nur 6 Jahre später wurde Nordhof denn ganz offiziell die Stadt der Schallplatte. Am Abend in der Kramerscheune wurde aber nicht nur trocken vorgetragen. Im Gegenteil, das Publikum war aufgefordert mitzumachen. Von Trude Herr über Lys Assia und dem King of Rock and Pop Elvis Presley sollten Melodien und Titel erraten werden. Ja. Langweilig wurde es jedenfalls nicht und zu einigen Melodien wurde sogar kräftig mitgesungen. Denn Erinnerungen, die lassen sich nicht so einfach ausblenden. Zum Schluss zeigte Lutz Bertram einen alten Schwarz-Weiß-Film, der die Produktion der Schallplatte in Nordhof beeindruckend wiedergibt. Von den vielen Zutaten, die in der schwarzen Scheibe stecken, über das Pressen und die Qualitätskontrolle bis zur Auslieferung, gebannt verfolgten die Gäste, wie früher in den Teldec-Werken gearbeitet wurde. Da zurzeit ein intensiver Richtungskampf über die Zukunft des Museums in Nordhof brodelt, soll das Museum in das historische Kesselhaus der ehemaligen Werke umziehen, ja oder nein, verwundert es nicht, dass Gerüchte die Runde machen. So erzählte eine Anwohnerin aus der Seedorfer Straße, die ihren Namen in diesem Film nicht genannt haben möchte, dass unlängst jemand von Tür zu Tür ging und damit drohte, dass die Grundsteuern erhöht werden müssen, sollte das Museum in das historische Kesselhaus umziehen. Team Nordhof Video verbirgt sich natürlich nicht für die Korrektheit dieser Aussage, aber es zeigt, wie hoch die Wellen der Emotionen in Sachen Schallplattenmuseum in der Schallplattenstadt Nordhof mittlerweile schlagen.